Was passiert eigentlich in einer Klimaanlage? Dieser Frage wollen wir in diesem Training einmal nachgehen. Wir müssen dafür dieses Diagramm hier ein wenig verstehen lernen. Wir schauen uns das mal an. Und zwar ist das ein Druckenthalpiediagramm des Kältemittels R134a, was ja derzeit noch in der Regel als Füllung in Klimaanlagen vorhanden ist. Dieses Diagramm besteht eben hier auf der Y-Achse aus der Darstellung des Drucks und dann auf der X-Achse ist die spezifische Enthalpie in Kilojoule, also in der Energie eben pro Kilogramm, das ist eben das Wort spezifisch, also pro Kilogramm eben dargestellt. Das ist im Grunde genommen eine Aussage darüber, welcher Energiegehalt im Kältemittel enthalten ist, also letztlich wie viel Wärme im Kältemittel enthalten ist. So, dieses Diagramm, hier sieht man ja sehr schön, haben die Autoren dieses Diagramm sehr schön kenntlich gemacht. Das ist die sogenannte Siedelinie. Das bedeutet, alles, was hier links von der Siedelinie ist, ist im Grunde genommen, also dieser ganze Bereich hier, ist halt eben das Kältemittel hier flüssig. Und dann überschreite ich diese Linie bei unterschiedlichen Druckniveaus. Dann komme ich hier in das Zwei-Phasen-Gebiet rein. Da kann man hier eben sehen, hier sind, was weiß ich, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. Hier verdampft eben immer mehr Kältemittel. Und das Interessante ist eben, wir bewegen uns dann innerhalb dieses Zwei-Phasen-Gebietes auf einer sogenannten Isothermen. Isothermen, das sind Linien gleicher Temperatur. Und ihr seht hier, das wäre die Isotherme 10 Grad. Also ich führe Energie zu, ich führe immer weiter Energie zu. Aber ihr seht, die Temperatur des Kältemittels ändert sich gar nicht, sondern was passiert ist, die ganze Energie wird verwendet, um halt eben vom flüssigen in den gasförmigen Zustand überzugehen. Das sind also die sogenannten Isothermen. Ich zeichne jetzt mal noch eine Isotherme hier ein, und zwar mache ich das in Orange beispielsweise. Also hier haben wir beispielsweise eine Isotherme, die geht jetzt hier runter und dann landet die hier. Das ist die 10 Grad Isotherme. Und hier würde die Isotherme jetzt hier weitergehen. Und ja, das ist im Grunde genommen jetzt die 10 Grad Isotherme. Wir sehen hier weiter dann eben, das sieht man sofort, sogenannte Isobaren. Ich nehme jetzt mal irgendwo irgendeine Isobare hier, beispielsweise die Isobare 3 Bar. Das wäre hier die Isobare 3 Bar, die halt eben dann hier eine Linie gleichen Drucks eben kennzeichnet. Gut, was passiert jetzt in der Klimaanlage? Das schauen wir uns jetzt mal an. Was wir haben ist im Innenraum meinetwegen eine Temperatur, die wir eingestellt haben, die ist jetzt hier sehr hoch von, keine Ahnung, 28 Grad. Und was ihr jetzt hier seht, wir sind jetzt hier Ausgang Expansionsventil, Eingang Verdampfer im Inneren des Fahrzeugs. Und was passiert jetzt? Wir entziehen jetzt dem Fahrzeuginneren Energie, also Wärme, und dabei verdampft unser Kältemittel. Die Temperatur des Kältemittels steigt nicht an, sondern unser Kältemittel verdampft, verdampft, verdampft bis hier zur Taulinie. Hier an der Taulinie, das ist jetzt Ausgang Verdampfer, ist eben das komplette Kältemittel verdampft. So, und jetzt hat das Kältemittel einen hohen Energiegehalt. Das würde man sehen, wenn man jetzt die Linie hier unten auf die X-Achse projiziert, also irgendwo zwischen 400 und 420 Kilojoule je Kilogramm. Und diese Energie, die muss jetzt wieder abgegeben werden, weil wir dieses Kältemittel ja nachher wieder am Expansionsventil flüssig haben müssen, um es einzuspritzen. Und dazu müssen wir das Kältemittel, damit es diese Energie abgeben kann, wenn es draußen zum Beispiel 40 oder 50 Grad warm ist, müssen wir das Kältemittel eben auf ein Energieniveau heben, also auf eine Temperatur heben, bei der es möglich ist, dass der Energiestrom eben vom höheren Niveau, also R134a, zum niedrigeren Niveau, also Umgebungstemperatur, abgeleitet werden kann sozusagen. So, das müssen wir jetzt machen mit unserem Kompressor. Unser Kompressor, dafür brauchen wir jetzt einiges an Energie. Wenn wir jetzt hier dieses Delta X hier mal betrachten, dann liegt das irgendwo so bei 60 Kilojoule je Kilogramm, die ich eben zuführen muss im Kompressor, damit mein Kältemittel jetzt, und das sieht man hier sehr schön, auf eine ganz andere Isotherme kommt. Also wir sind hier auf der Isothermen, keine Ahnung, 25 Grad oder 30 Grad, und hier sind wir jetzt auf einer Isothermen zwischen 70 und
80 Grad gelandet. Wenn es jetzt draußen 50 Grad ist, dann haben wir eben eine vernünftige Temperaturdifferenz, die es uns eben ermöglicht, jetzt die Energie des Kältemittels abzugeben. Das machen wir im Kondensator. Im Kondensator wird jetzt das Kältemittel wieder sozusagen verflüssigt, das sagt ja auch der Name schon. Das heißt also, hier wird jetzt die Energie wieder abgegeben und dabei verflüssigt sich das Kältemittel ebenfalls wieder auf dieser Isotherm. Hier sind wir jetzt im Grunde genommen Ausgang Kondensator, Eingang Expansionsventil. Ja, und das sieht man jetzt hier sehr schön. Ich expandiere jetzt hier in meinem Zahlenbeispiel, was fürs Auto nicht ganz stimmt, von rund 18 Bar auf hier in dem Fall rund 6, 7 Bar. Und bei dieser Expansion verdampft natürlich sofort ein Teil des Kältemittels. Ich lande also praktisch im Verdampfer direkt im Zweiphasengebiet. Also nochmal die Bauteile. Hier ist der Verdampfer im Fahrzeuginneren. Hier ist der Kompressor. Hier ist der Kondensator und hier ist das Expansionsventil, ein geschlossenes System, ein Kreisprozess, bei dem ich hier eben die Energie aus dem Fahrzeuginneren abziehe und hier die Energie nach außen wieder abgebe. Das wäre jetzt eben der grundsätzliche Prozess, der da vonstatten geht.